Anfang stand ein Traum, der Traum, die Welt zu sehen, der Traum, Erfahrungen zu sammeln, der Traum, etwas ganz Großes zu machen, einmal mit dem Fahrrad quer durch Eurasien. Als aus diesem Traum Wirklichkeit wurde, begann das Abenteuer meines Lebens. Alles begann mit dem ersten Tag. Nach monatelanger Planung war ich endlich auf der Straße. Und nicht nur das, ich war auf der Straße mit dem Ziel Thailand. Das war fast schon surreal. Mein Gefühl war eine Mischung aus Aufregung, Gespanntheit und Freude. Was mich wohl alles erwarten würde? Mit viel Naivität im Gepäck ging es so gen Osten. Es dauerte nicht lange für die erste Herausforderung. Bereits am zweiten Tag überrumpelte mich das Unbekannte und ich vermisste die Heimat. Tja, die Fremde. Anfangs fühlte sie sich an wie ein kalter Kuss ohne jegliche Wärme. Am vierten Tag erreichte ich bereits die Donau. Sie sollte der treue Begleiter meiner kommenden Wochen werden. An ihren Ufern erreicht man den Rand Europas ohne viel Höhenmeter. So folgte ich ihrem Weg durch Europa weiter und weiter. Sie führte mich durch Ungarn, Serbien und nach Bulgarien. Den Großteil meiner Nächte verbrachte ich draußen. So sparte ich mir einiges an Geld. Je weiter ich kam, desto anders und abenteuerlicherer wurden die Länder. Da aber jedes Land einmal ein bisschen schwerer wurde, hatte ich gut Zeit, mich daran zu gewöhnen. Das wahre Abenteuer begann aber, als ich Europa schließlich verließ und dem mir bekannten Teil der Welt den Rücken zukehrte. Guten Morgen, es ist 8 Uhr. Zeit für mich loszufahren. Heute ist mein erster Tag in Asien. Mit der Fähre ging es in Istanbul über den Bosporus. Und hier war ich nun, in Asien. Asien begrüßte mich zuallererst einmal mit Regen. Regen und Regen. 2 Tage lang goss es aus allen Wolken und irgendwann war ich einfach nur noch bis auf die Haut durchnässt. Seit 2 Tagen geregnet. Und auf welche Idee komme ich natürlich? Lass uns heute mal campen gehen! Ich habe jetzt vorhin versucht, aus der Richtung den Weg hier runterzufahren. Und naja, das Ergebnis ist das hier. Seit einer halben Stunde versuche ich jetzt schon hier irgendwie wieder auf die Autobahn zu kommen. Und ja, mal gucken, ob ich es vor Sonnenuntergang noch schaffe. Tag um Tag ging es so immer tiefer in die Türkei. Was ich schnell bemerkte war, dass die Türken sehr gastfreundlich sind. Immer wieder hielten sie mich an und luden mich auf einen Çay ein, das ist der traditionelle Schwarztee in der Türkei. Ein fortwährender Begleiter der Tour war die Einsamkeit. Ich versuchte zwar Frieden mit ihr zu schließen und konnte besser und besser mit ihr umgehen, hin und wieder überkam sie mich aber doch. Ich glaube, ich habe einen neuen Begleiter gefunden. Sie war ein bisschen gestreichelt und jetzt verfolgt sie mich schon seit 5 Minuten. Es ist jetzt schon fast 2 Stunden her, dass ich sie aufgelesen habe und sie ist immer noch dabei. Mit voranschreitender Stunde wurde mir allerdings aber immer klarer, ich müsste sie irgendwann auch wieder mal loswerden. Nicht weil ich es wollte, aber ich würde bald auf eine größere Straße wechseln und da würde sie nur Gefahr laufen, überfahren zu werden. Ich fasste also schweren Herzens eine Entscheidung und begann einen steilen Berg herunterzurasen. Rechts neben mir sah ich Rosalie. Ganz verzweifelt versuchte sie hinterherzukommen. Und langsam, aber immer langsamer, lief sie weiter und weiter zurück. Als Rosalie schließlich weg war, überkam mich eine tiefe Traurigkeit. Sie war doch so ein treuer Begleiter gewesen.
Tage später musste ich noch an dieses Ereignis denken. Immerhin, wir hatten uns für ein paar Stunden gegenseitig die Einsamkeit weggenommen. Die nächsten Tage hatte ich abermals zu kämpfen. Ich fühlte mich irgendwie schwach und der Aufgabe nicht mehr gewachsen. Einst freudige Erinnerungen, die hochkamen, zehrten an meinen Kräften, da ich sie nun loslassen musste, um weiterfahren zu können. Ich vermisse bloß irgendwie Heimat, Zuhause, Freunde, Familie. Ich ringe gerade irgendwie mit jedem Kilometer. Also, obwohl die Straße da bergab geht, kämpfe ich gerade total damit, überhaupt irgendwie voranzukommen. Und ich weiß, dass es alles nur im Kopf ist. Vielleicht, weil es einfach da jetzt bergab geht und nachher dann wieder bergauf und ich keine Lust habe, 400 Kilometer bergauf, 400 Meter bergauf zu strampeln. Aber es ist alles nur im Kopf. Morgen. Ein neuer Tag hat begonnen. Ich bin gestern zu einer Tankstelle noch und wollte eigentlich nach Wi-Fi fragen. Und dann haben sie mir aber einen Platz zum Zelten angeboten. Das habe ich dann angenommen, dankbar, und habe dann da hinter so einem Restaurant gezeltet. Und da war ein kleiner süßer Hund. Ja, das war natürlich toll, dass da ein Hund war. Ich liebe Hunde. Und ja, zu Abend konnte ich dann noch essen und jetzt fahre ich dann weiter und es ist richtig nebelig. Gott sei Dank muss mein Unmut meiner Begeisterung schnell wieder den Platz räumen. Die Türkei zeigt sich auf einmal in ihrer gänzlichen Schönheit. Die Natur, die Landschaft, einfach wunderbar. Und ich genieße es richtig zu radeln. Ich bin jetzt gerade circa 20 Meter gefahren und habe diesen Brunnen hier gefunden. Trifft sich gerade gut, weil ich noch ein bisschen Wasser auffüllen muss. Und das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob es Trinkwasser ist. Also, wünsche mir Glück. Prost. Meine Nächte in der Türkei verbringe ich hauptsächlich unter freiem Himmel. Jeden Abend halte ich stets Ausschau für kleine Pfade, die mich von der Hauptstraße wegführen. Ich folge ihnen und lasse mich von ihnen zu ruhigen und abgeschiedenen Plätzen führen, an denen ich unbesorgt mein Zelt aufbauen kann. Ich liebe die Unkompliziertheit des Wildzeltens. Da, wo ich am Abend bin, schlafe ich, muss nichts zahlen und am nächsten Morgen wache ich durch das Singen der Vögel wieder auf. Abenteuer, Romantik, Freiheit. Danach fühlt es sich an. In einer Nacht werde ich allerdings von einem Gewitter überrascht. Es fängt jetzt gerade zum Gewittern an und ich bin hier irgendwo und ich gehe jetzt schnell vom Berg runter und lasse mein Zelt einfach hier. Oh Gott. So, ich hoffe, ihr seht mich. Oh Mann. Das war gerade die Hölle. Also, sie haben mir richtig in die Hose gemacht. Das Gewitter ist über mich drüber gezogen. Ich bin einfach nur den Berg runtergerannt, in eine Grube rein. Habe ich dann da reingekniet, meine Lampe weggeworfen, weil die auch aus Metall ist. Und habe dann da irgendwie halbe Stunde bis Stunde, ich weiß nicht genau, gewartet. Es hat richtig zum Schütten angefangen. Ich habe zum Glück noch meine Regenjacke mir übergezogen. Also es hat richtig geschüttet. Und mir ist dann irgendwann arschkalt geworden. Bin jetzt wieder hoch und habe jetzt mein Zelt so weit hergerichtet. Und jetzt werde ich dann langsam hier schlafen gehen. Das einzige Schöne ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es hört, es nieselt so ganz leicht aufs Zelt. Richtig angenehm und entspannend. Es ist gerade Nachmittag. Wunderbare Aussicht. Wirklich wunderbar. Noch ein bisschen Zeköfte, das ist eine Bulgurfüllung. Richtig lecker. Und ich bin bester Dinge. Weiß gar nicht warum. So geht es weiter und weiter durch die Türkei, bis ich das Schwarze Meer erreiche.
Die Hauptzeit bin ich auf Autobahn unterwegs, da es bereits sehr spät im Jahr ist und ich nicht irgendwann im Iran oder früher in den Winter kommen will. Trotzdem habe ich meinen Spaß, gerade auch durch nette Begegnungen. Gestern Abend bin ich nach Samsung gekommen und ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung, wo ich überhaupt übernachten werde. Und dann hat mich Recep angesprochen, das ist auch auf Warm Showers, und hat mir angeboten, dass ich bei ihm übernachte. Und da war ich natürlich total froh und glücklich. Wir haben dann gestern Abend zu Abend gegessen noch und gerade eben haben wir Frühstück fertig gemacht. Während ich bei meinem Gastgeber in Samsung bin, ist gerade islamisches Opferfest. Dabei werden Kühe und Schafe auf offener Straße geschlachtet. Das Ganze ist nicht schön mit anzusehen, da ich selbst kein Fleisch esse, ist alles auch ein bisschen fremd. Im Garten nebenan erfreut sich ein neugeborenes Kätzchen seinem jungen Leben. Geburt und Tod ist das Leben. Trotzdem frage ich mich, ob man dieses Opferfest nicht auch hätte ein bisschen anders feiern können. Die Tage darauf führt mich meinen Weg zusammen mit einem Reiseradler aus Holland und einem aus Deutschland, die ich gerade frisch getroffen habe, Richtung Trabzon. Dort habe ich vor, mein Iran-Visum zu beantragen. Ich komme gerade von der iranischen Botschaft zurück. Und schaut mal, was ich hier habe. Richtig, es geht jetzt offiziell in den Iran. In meinem Rad ein Rückspiegel, und wenn ich lange Rad gefahren bin, habe ich immer das Problem, dass wenn ich laufe, in den Rückspiegel schauen will. Aber das lässt sich ja Gott sei Dank beheben. So heißt mein nächstes Ziel Georgien. Kurz vor der Grenze ereignet sich aber nochmal ein richtig schönes Ereignis. Ich bin auf der Suche nach einem Zeltplatz. Da gabeln mich zwei junge Männer auf und bringen mich an den Strand. Und daher, dass ich den beiden gefolgt bin, und die haben mich jetzt an den Strand gebracht. Hier, wahnsinnig starker Wellengang im Vergleich zu den letzten Tagen. Und der Strand sieht ganz gut aus. Und dann sind sie wieder gefahren und wieder gekommen und haben mir ein bisschen Holz vorbeigebracht und Feuer. Und jetzt habe ich sozusagen ein kleines Feuer neben meinem Zelt. Am Tag darauf erreiche ich Georgien. Es ist jetzt 17 Uhr circa und ich habe gerade mein Zelt aufgebaut zum Campen. Ja, und naja, heute ist nichts mit Stealth Camping geworden. Also ich bin nicht sehr verdeckt heute Nacht unterwegs. Da hier ist die Straße, da ist das Dorf eher so, hallo, hier bin ich, campen heute. Naja, ich kann dir mal zeigen. Hier. Und da ist noch so ein kleiner Feldweg. Ja. Was ist denn da los? Sind das Hunde oder Wölfe? Ich habe keine Ahnung. Georgien stellt sich als wunderschönes Land heraus. Es sieht fast so ein bisschen wie bei uns im Allgäu aus. Mit viel Bäumen. Einzig ist es ziemlich bergig und ich habe noch ein Problem. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Da spitzelt ein bisschen Weiß hinten heraus. Ja, bisschen Schnee da oben. Da oben kann man die Passstraße sehen. Und ich muss jetzt noch 300 Höhenmeter nach oben folgen. Also es geht noch 300 Meter hoch. Und ich habe keine Lust, hey. Keinen Bock. Ich bin total müde. Mir ist schon wieder eiskalt, weil ich gerade Pause gemacht habe und ich bin unten innen drin total verschwitzt. Und es regnet die ganze Zeit und insgesamt muss ich von Meereshöhe auf über 2000 Meter hoch. Das wäre schon allein total anstrengend. Leider kommt noch tagelanger Regen dazu. Irgendwann ist die Fahrbahn auch
nicht mehr geteert und der Untergrund ist total matschig und pumpig und es wird schwieriger und schwieriger, den Berg raufzukommen. Als kurz vor dem Passhattel auch noch ein Gewitter dazukommt, nehme ich die letzten paar Höhenmeter per Anhalter in einem alten sowjetischen Militärjeep. Der Aufstieg hat sich aber gelohnt. Oben erwartet mich ein wunderschöner Herbstwald, getaucht in Nebelschwaden. Der Ausblick ist einfach nur herrlich. Mehrere Kilometer geht es danach wieder bergab, bis ich zur nächsten Stadt komme. Die kommenden Tage führen mich immer weiter weg vom Meer und immer tiefer hinein in die georgische Hochebene. Das heißt aber auch, dass es mitunter ziemlich steil ist. Dazwischen liegen aber auch immer wieder weite Ebenen. Die Wolken ziehen über mich hinweg, der Himmel ist blau und ich fühle mich einfach nur frei. Eines meiner schönsten Erlebnisse in Georgien passiert aber, als ich gerade auf der Suche nach einem geeigneten Zeltplatz bin und mein Zelt unter einem Walnussbaum aufschlage. Das Ganze hat jetzt eine unerwartete Wendung eingenommen. Der, sagt man denn, Schäf, mein Hirte, genau, der Hirte von dort drüben ist gerade rübergekommen und hat gemeint, dass ich doch bei ihm übernachten könnte. Finde ich auch gar nicht so schlecht, weil es ist sehr windig, mein Zelt fliegt schon durch die Gegend. Pack das jetzt wieder ein und dann mal gucken. Der ältere Hirte führt mich in sein Haus. Innen drinnen wartet seine Frau Eva. Sie beginnt sogleich mit was zu kochen. Es gibt ein paar Kartoffeln und einige Süßigkeiten, warme Milch, die sie wahrscheinlich selber gemolken haben und was sie sonst noch so da hat. Es ist richtig romantisch, nach alles altertümlich. An der Ecke hängt noch ein Bild von Stalin. Ich fühle mich total wohl in ihrer Gesellschaft. Und obwohl sie so wenig haben, teilen sie doch irgendwie alles mit mir. Ich muss sogar in ihren Ehebett am Abend schlafen. Da hilft kein Protest. Tja, Sergei und Eva, in meinen Augen sind die beiden Helden. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich ihre Gastfreundschaft und Selbstlosigkeit erfahren durfte. Leider muss ich am nächsten Tag schon wieder weiter. Die beiden hätten mich gerne noch länger da behalten. Ab jetzt geht's dann Richtung Armenien. Die Ebene wird immer länger und größer und bei ihrem Anblick geht mir richtig das Herz auf. Im Hintergrund sind Berge zu sehen, die von Wolken umnebelt sind. Hin und wieder treffe ich auch andere Reiseradfahrer. No problem. I just met these guys on the road from Poland and cycling through Georgia. Yes. So, es ist jetzt fast Abend. Ich habe jetzt einen Zeltplatz gesucht. Also da hinten ist die Straße, die geht da entlang. Und da hinten ist irgendwo Armenien. Da geht es morgen dann hin. Und hier an diesem Waldstreifen habe ich jetzt mein, werde ich mein Lager aufschlagen. Und ja. Und es sieht vielleicht gerade nicht so aus. Also es ist alles relativ trocken hier, aber es ist arschkalt. Das ist richtig geil. Deswegen auch hier diese lustige Verkleidung. Aber mich friert's ganz schön. In dieser Nacht ziehe ich meinen Schlafsack so weit über mein Gesicht, dass nur noch meine Nase rausschaut. Es wird eiskalt in der Nacht. Ja, die Außenseite meines Zeltes gefriert sogar ein. Der nächste Morgen ist dafür wunderschön. Nebelschwaden streifen über die Wiesen und die Sonne steigt gerade eben auf. Die Hirten treiben ihre Kühe über die Felder und so geht es guten Mutes zur armenischen Grenze. Die Straße hier, die haben hier irgendwie abgesperrt und die Straße ist relativ schlecht hier und wird hier Atommüll gelagert? Ja. Keine Ahnung. Drüben ist noch so ein Zeichen.
So, ich denke, diese Hütte hat einen neuen Untermieter bekommen, zumindest für heute Nacht. Ich habe sie für 0 Euro bekommen, sogar mit Preisgarantie. Und ich hoffe, dass meine Nachbarschaft so bleibt, wie sie jetzt auch ist, nämlich nicht existent. Ja, keine Ahnung, ob das erlaubt ist. Ich glaube, das ist ein altes Industriegebiet hier. Ich sehe mal keinen. Ich habe hier sogar eine Tür. Kann ich zumachen. Sieht man mich nicht so gut. Ne? Immer wichtig. Und ich glaube, ich baue da mein Zelt auf. Und dahinter dann mein Rad. Dann ist das auch schön sicher. Und hoffe, dass mich heute Nacht entweder nicht die Hunde auffressen oder hier irgendwelche illegalen Drogengeschäfte abgewickelt werden und ich dann da dazwischen gerate oder irgendetwas anderes Dämliches passiert. Ja, genau. Mein Weg durch Armenien führt mich zu der Hauptstadt Jerewan. Abermals erwarten mich zauberhafte Landstriche. Ich mag diese Weite einfach. Sie will gar nicht aufhören. Wuhu! Bergab, endlich! Ich bin hier gerade bergab gefahren und dann habe ich das entdeckt. Ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht, aber das ist ein richtig großer Berg. Da es schon sehr spät im Jahr ist, muss ich von Jerewan aus den Bus nehmen. Anders wäre ich im nächsten Pass dann in den Schnee gekommen. So erreiche ich am 1. November den Iran via Bus. Am Anfang bin ich etwas überrumpelt. Das Land ist doch irgendwie ganz schön anders als die, die ich bis jetzt durchfahren habe. Glücklicherweise treffe ich gleich am ersten Tag einen anderen Radreisenden namens Carlos und wir beschließen gemeinsam weiterzufahren. So verbringen wir die nächsten 5 Tage zusammen. Carlos selbst fasziniert mich. Er ist bereits auf seiner 4. Weltreise mit dem Fahrrad und hat so ein großes Geschichtenrepertoire zu erzählen. Aber auch der Iran ist ein tolles Land. Die Landschaft ist sehr interessant und die Leute sind wahnsinnig freundlich. Eines Tages regnet es ziemlich stark und als wir völlig durchnässt in einer Stadt ankommen, werden wir kurzerhand eingeladen, uns aufzuwärmen. Was daraus folgt, ist eine weitere Einladung. Wir werden rumgeführt im Auto und am Abend dann zum Essen eingeladen. Die Frau unseres Gastgebers kocht richtig auf und bereitet ein richtiges Mahl zu. Es ist fast unmöglich, wir kennen unseren Gastgeber ja erst seit ein paar Stunden. Auf jeden Fall haben wir so gut wie heute schon lange nicht mehr gegessen. Nach 5 Tagen ist es dann aber leider soweit. Mein Weg und Carlos' Weg trennen sich. Ich habe in Carlos einen guten Freund gefunden und so fällt mir der Abschied nicht ganz einfach. Aber naja, alles hat irgendwann ein Ende. So bin ich dann wieder auf mich gestellt und alleine geht es weiter durch den Iran. Wobei, ganz alleine, das stimmt so nicht. Stellt sich heraus, wenn ich alleine bin, sind die Iraner noch ganz freundlicher. Vielleicht liegt es an meinem jungen Aussehen oder vielleicht, dass es einfach noch einfacher ist, eine einzige Person einzuladen. Jedenfalls, wenn immer ich irgendwo am Abend in eine Stadt komme, dauert es nicht lange und ein Iraner kommt auf mich zu und fragt, ob ich denn schon einen Schlafplatz habe. Das Schöne dabei ist, ich lerne die Kultur und die Leute ganz hautnah und unmittelbar kennen. Es ist irgendwie verdammt schwer, die richtig guten Momente im Iran zu filmen. Weil gerade zum Beispiel ist ein Auto neben mir hergekommen und da saß eine Familie drin und der Mann wollte mich unbedingt einladen. Zum Mittagessen oder noch zum Schlafen und so. Ja, ich kann einfach nicht, weil es ist jetzt 2:30 am Mittag und ich muss noch einiges an Kilometern schaffen. Und nach ein bisschen Diskussion ist er eben weitergefahren und dann nach einer halben Stunde oder so, das vielleicht nicht mal so lang, kommt auf jeden Fall wieder das Auto neben mir her und ein bisschen weiter vor mir steigen sie dann aus und dann bringt er mir ein Sandwich mit. Total nett. Ja, aber sowas ist halt schwer zu filmen, weil man, erstens, es passiert spontan. Und zweitens will man ja auch nicht jedem Iraner die Kamera ins Gesicht halten.
finde die Landschaft hier gerade unglaublich schön. Ey. Einfach so weit und die Sonne scheint schön rein. Und dann überall die Berge im Hintergrund. Finde ich unglaublich schön. Einige Tage später treffe ich wieder zwei Reiseradler, Bärbel und Johann. Sie sind auf ihrer zweiten Welttour mit dem Fahrrad und kommen gerade aus Richtung Kirgisistan. Wir beschließen gemeinsam weiterzufahren und so machen wir uns auf Richtung Shiraz. Es ist jetzt gerade Morgen und wir schießen noch ein paar Fotos von der Moschee. Und jetzt werden wir dann gleich mit den Rädern aufbrechen Richtung... Ja, Richtung, hallo, Richtung Shiraz. Machen schaffen wir nicht heute, aber vielleicht 3 Tage. Was denkst du? Ja, 3 Tage klingt gut. Das sind, glaube ich, 400 Kilometer oder so. Auch mit Bärbel und Johann verstehe ich mich wahnsinnig gut. Die beiden haben extra den Job gekündigt, um auf ein solches Abenteuer zu gehen. Da soll noch einmal einer sagen, er hätte Verpflichtungen, die ihn vor so einer Reise bewahren. Parking! Ja! Germany! Ja. From Germany! Baba, Baba, Bier! Bier! Jetzt, ja! Es macht mir richtig Spaß, mit den beiden zu radeln. Bin zwar alleine aufgebrochen, unter anderem damit ich mehr Erfahrung sammle, aber die Abwechslung mit den beiden zu fahren, tut der Seele richtig gut. Zwei Kameras gleichzeitig. Mir reicht's jetzt. Du darfst gerne abschalten. Ein paar Tage später erhält uns die Gruppe sogar noch unerwartet weiteren Zuwachs. Wir treffen Jakob, der auch aus Deutschland kommt. So, das ist Jakob. Hello. Aus Berlin, doch? Yes. Die 2 kennen wir schon. Ich habe mit den dreien mit eine der besten Zeiten überhaupt auf der Tour. Es macht einfach Spaß, das eigene Abenteuer mit den anderen teilen zu können. Bei unserem Weg nach Shiraz kommen wir noch an der ehemaligen Hauptstadt des Persischen Reiches vorbei, nämlich Persepolis. Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Als Alexander der Große den Sieg über die Perser errungen hatte, haben sie da drin ein Saufgelage gefeiert und dabei ist dann ganz aus Versehen die Stadt in Flammen aufgegangen. Ups. Nach einer tollen gemeinsamen Zeit kommen wir in Shiraz an. Der Plan ist eigentlich, dass wir danach noch zusammen bis zur Küste weiterfahren. Leider bleiben mir und Jakob die Visumsverlängerung verwehrt. Und so müssen wir schon weiter früher aufbrechen. So. Unser Plan ist jetzt, nachdem wir das Visum nicht verlängert bekommen haben, in 5 Tagen nach Zuban Abbas durchzuballern. Oh Gott, na jetzt Deutschland. Ich quatsch schon wieder viel zu viel. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt nach Bandar Abbas in 5 Tagen und da dann das Boot nehmen. Deswegen sind wir jetzt gerade nach einer Adresse zu einer angeblichen Reiseagentur gegangen, was sich dann aber als Verbraucherschutzorganisation rausgestellt hat. Aber wir haben Tee und Kekse bekommen. Der muss auch schon wieder lachen. Wir haben Tee und Kekse bekommen. Und dann hat er uns gefragt, wo wir denn hinwollen, also our destination. Dann habe ich gesagt, Thailand. Und er hat dann gesagt, Pizza, Pizza, Thailand. So, das war jetzt der letzte Abend in Shiraz. Wir haben jetzt noch mit Johann und Bärbel zu Abend gegessen. Morgen geht's dann weiter nach Bandar Abbas. Irgendwelche letzten Worte? Tja, war schön mit euch. Jetzt trennt sich die Familie wieder. Müssen wir wieder alleine fahren. Ja, ja. Unsere 2 Sohnen bleiben jetzt nicht. Die fahren weiter. Aber das waren sehr schöne Tage. Ja, hat Spaß gemacht. Sehen wir uns alle in Dubai wieder. Ja.
Wer weiß. Gute Fahrt euch beiden. Alles Gute. Ja. Und especially Samuel, because he only has 250.000 reals left, which is, what was it, 10 euros for 5 days? No, it's much less. Less. It's not even. It's maybe 6 or 7 euros. 6 or 7 euros. In der Tat hatte ich zu dem Zeitpunkt kaum noch Geld übrig. Ich hätte mir natürlich auch noch etwas umtauschen können, aber hey, wo wäre denn da das Abenteuer geblieben? Mit einem Apfel und einem Ei machten sich so Jakob und ich auf unseren Weg zur Küste. Insgesamt lagen 600 Kilometer vor uns. Die mussten wir unbedingt in 5 Tagen schaffen, da am 6. Tag unsere Fähre ging und am 7. Tag unser Visum ausliefe. Wir waren also ein bisschen unter Zeitdruck, da kann man schon mal ein bisschen ärgerlich werden, wenn es gerade sauer heiß ist und man einen Platten hat. Geht schon wieder kackt bergauf. Sonne brennt hin wie Scheiße. Und mich legst du halt übelst auf, ey. Die Zeit zusammen war trotzdem nochmal genial. Die Landschaft war wie schon die ganze Zeit im Iran wunderschön und es war ein richtiges Abenteuer und eine richtige Herausforderung, trotz des wenigen Geldes zu überleben. Da die Iraner so gastfreundlich sind, mussten wir auch keinen Hunger leiden. Immer wieder wurde uns was zugesteckt oder wir wurden zum Essen eingeladen, was gerade aufgrund unserer bezaubernden Kochkünste doppelt toll war. Okay. So. Der erste Löffel. Zwei Meisterköche sind fertig. Mhm. Kann man es essen? Ja. Schmeckt gut. Probier doch mal. Nach 3 Tagen haben wir bereits 370 Kilometer zurückgelegt. Am Abend kommt uns der Gedanke, was wäre, wenn wir die restliche, verbleibende Strecke am nächsten Tag radeln würden. Es wäre ziemlich geil. Und so stehen wir am nächsten Morgen um 5 Uhr bereits auf und fahren um 6 Uhr los. Zur Mittagszeit haben wir bereits 150 Kilometer zurückgelegt. Richtig hart werden haben dann die verbleibenden 80 Kilometer. Der persische Golf! Mit letzter Kraft schleppen wir uns weiter bis nach Bandar Abbas. Und irgendwann ist dann das Undenkbare geschafft. 230 Kilometer an einem einzigen Tag. Bis nach Bandar Abbas reingefahren. Insgesamt haben wir jetzt 230 Kilometer. Wir hoffen, dass nicht mehr so viel dazu kommt, weil wir warten gerade vor einem Hotel auf unseren heutigen Gastgeber, also einen Gastgeber von Jakob, der hat uns den für heute vermittelt. Und ja, keine Ahnung, wir sind völlig am Arsch. Hungrig, durstig, müde, alles tut weh. Bei ihm der Kopf, bei mir der Arsch. Ne? Wir sind beide mächtig stolz auf uns. Nicht nur haben wir 230 Kilometer an einem einzigen Tag geschafft, nein, wir haben jetzt auch Dubai erreicht. Mit dem Fahrrad. Dubai ist der erste Punkt bei meiner Reise, wo ich denke, oha, jetzt bin ich wirklich, wirklich weit gekommen. In Dubai finden wir einen Host, der uns aufnimmt, weil Dubai generell sauteuer ist. Also haben wir mal wieder gut Schwein gehabt. Wie schon mit Carlos und Bärbel und Johann hat auch die Zeit mit Jakob irgendwann mal ein Ende. Nach ein paar Tagen bricht er auf und fährt weiter in den Oman. Ich bleib noch ein bisschen in Dubai, um meinen Flug nach Sri Lanka zu organisieren. Irgendwelche letzten Worte? Kleines Abschiedsvideo machen? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir zusammengefahren sind. Müssen wir dann auch mal. Hi. I think that's really crazy. What do you think? It's crazy to go by bike. It isn't. Von Dubai geht es nach Sri Lanka. Nach Sri Lanka muss ich eigentlich nur, um mein Indienvisum zu beantragen. Dies konnte ich irgendwie in Dubai nicht bekommen. Das Ganze ist mein erster Flug und so bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich bin jetzt in Sri Lanka angekommen, bin abartig müde, weil ich heute Nacht nicht geschlafen habe. Also der Flieger ging ja erst irgendwann
spät am Abend. Und heute Morgen um 2 ist angekommen und jetzt habe ich bis um 6 mein Rad zusammengebaut. Jetzt wäre ich gerade schon über den Haufen fast gefahren worden, weil hier verdammt nochmal Linksverkehr ist. Gar nicht dran gedacht. In Sri Lanka lasse ich erst einmal die Seele baumeln. Das finde ich, habe ich nach so langer Zeit redlich verdient. Außerdem braucht mein Innenvisum insgesamt 7 Tage. Und wo geht Seele baumeln auch besser als am Strand unter blauem Himmel und am Meer? Einzig die Hitze ist tödlich. Es ist sehr heiß. Für die Zeit, die ich in Sri Lanka bin, schließe ich mich einer Chinesin und einem Engländer an und gemeinsam erkunden wir die Insel. Nach circa 2 Wochen muss ich dann aber wieder weiter und so nehme ich meinen Flug nach Indien. Ich bin jetzt gerade eben am Flughafen in Chennai angekommen. Habe jetzt mein Rad zusammengebaut. Da haben wir so, stand eine ganze Menge rum und hat mir einer geholfen, deswegen ging es recht schnell. Jetzt versuche ich dann noch ein Hotel zu finden für die Nacht, weil es schon recht spät und weit komme ich eh nicht mehr. Indien ist erstmal ganz schön anders als die letzten Länder, die ich so gewohnt bin. Einfach irgendwie chaotischer und bunter. Allein schon die Kühe, die überall auf den Straßen rumlaufen. Es dauert aber nicht lang und ich treffe auf meine erste kleine Sehenswürdigkeit. So, ich habe vorhin schon gedacht, dass das hier die falsche Wahl war, weil die Straße doch recht schlecht zu befahren ist. Aber jetzt bin ich dann gerade auf ein Dorffest gestolpert. Und das war echt recht nett, weil ganz lustig irgendwie. Ich wusste nicht, um was es ging. Aber irgendwie, keine Ahnung, so Rituale und so weiter und rezitiert wurde. Und danach gab es dann noch was zu essen. Da habe ich dann Reis bekommen. Nur ein paar Tage später treffe ich bereits auf das nächste Dorffest. Hier werden irgendwie Kühe auf den Marktplatz getrieben. Es wird laut getrommelt, sodass die Kühe Angst bekommen. Und wenn die Kühe oder jungen Stiere dann wegrennen, rennen lauter junge Männer hinterher und versuchen sie wieder einzufangen. Irgendwie ein bisschen komisch, aber jedem das Seine. Nachdem ich Silvester in Südindien gefeiert habe, mache ich mich schließlich auf und fahre Richtung Nordindien. Es ist jetzt 12 Uhr und ja, heute Morgen bin ich aus Tirumvannamalai aufgebrochen. Da bin ich ja 10 Tage bin ich da geblieben und jetzt geht's weiter nach Rishikesh, das ist nördlich von Delhi. Und es sind so ca. 2700 Kilometer. Ich will am 16. Februar sein. Also sind es 1,5 Monate, habe ich da noch Zeit hochzukommen. Mal schauen, ob das genug ist. Ich hoffe es. Meine erste Lektion lerne ich ziemlich schnell. Als ich an einem Abend eingeladen werde und etwas Wasser von meinem Gastgeber trinke, habe ich dann am nächsten Tag total Bauchweh. Indien ist nicht sehr sauber und gerade wenn man westliche Standards gewöhnt ist, sollte man mit Wasser und Essen deutlich mehr aufpassen. Ich bin jetzt irgendwo in der indischen Pampa und ich schiebe jetzt schon die ganze Zeit hier hoch, weil seitdem ich mir den Magen verdorben hat, irgendwie kaum noch Kraft habe. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt noch hinführt. Ich komme recht langsam voran. Mal schauen, wo ich heute Nacht dann bleibe. An diesem Tag habe ich aber wahnsinnig Glück. Völlig fertig und demoralisiert erreiche ich am Abend irgendwann ein kleines Dorf. Und die ersten Inder, die ich so sehe, die sehen überhaupt nicht, dass ich richtig fertig bin. Aber später nimmt sich dann mir ein älterer Herr an. Und selbst hat er nicht wirklich viel. Er wohnt in einem Haus, hat kein fließend Wasser, keinen Strom. Aber er kocht mir auf einem Eimer über dem Feuer heißes Wasser auf und versorgt mich so gut es geht. Er ist einfach total herzerwärmend, wie er selbst nichts hat, aber mir versucht so viel wie möglich zu geben. Am nächsten Morgen fragt er mich dann für 20 Rupies für ein paar Zigaretten, was sehr wenig Geld ist, das sind vielleicht 20 Cent. Und als ich ihm 50 geben will, lehnt er das gleich strikt ab und will nur die 20 haben. So geht es weiter und weiter durch Indien. Am Wegesrand habe ich immer wieder viele nette Begegnungen. Da ich meine Route so geplant habe, dass ich kaum in Touristengebieten vorbeikomme und eigentlich immer nur durch die Pampa fahre, bin ich wohl für viele Inder der erste Weiße, den sie in ihrem Leben sehen.
und somit wie so ein kleines grünes Alien, was durch die Landschaft fährt. Hallo! Helena Wunder, die Kamera! Ja? Tintia! 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 Was ist dein Samuel! 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 Hallo! Tintia! Wenn ich radel, werde ich auch immer wieder und wieder angehalten und muss absteigen, denn viele Inder wollen mit mir ein Selfie machen. Das finden die wahnsinnig toll. Wahrscheinlich wird es überall auf Facebook gepostet. Noch schlimmer ist das Ganze aber, wenn ich vom Rad absteige. Es dauert nicht lang und auch wenn ich nur ein Wasser kaufe, bin ich ziemlich schnell von einer Menschenmasse umringt. Anfangs ist das Ganze lustig, aber es wird mehr und mehr zur Last und ein Abend bringt es fast dann komplett zum Überlaufen. An diesem Abend werde ich von einem Inder eingeladen. Am Anfang ist alles ziemlich gut und der Inder ist sehr nett. Irgendwann muss er aber gehen und die restlichen Inder im Dorf fangen sich an, um mich zu kümmern. Leider endet es darin, dass ich mehr und mehr als eine Trophäe rumgezeigt werde. Überall, wo ich im Dorf hinkomme, versammeln sich Menschenmengen, um mich einfach nur anzuschauen. Und als ich am Abend dann aufs Klo muss, hört mir sogar eine große Gruppe Inder einfach nur an den Rand zum Dorf, wo ich zum Pinkeln muss. Irgendwann verpacke ich diese geballte Aufmerksamkeit einfach nicht mehr. Ich bin total entnervt und total fertig. Gott sei Dank holt mich am Abend der Inder vom Anfang und bringt mich zu sich nach Hause. Allerdings ist nach diesem Abend nichts mehr, wie es einmal war. Von nun an gehe ich der Aufmerksamkeit vor allem aus dem Weg. Und wenn es nicht geht, dann komme ich mental ganz schön an meine Grenzen. Es ist einfach zu viel. Es sind jetzt 100 Kilometer schon und ich bin unglaublich genervt von den gleichen Fragen und was weiß ich, dem Gehupe, dem Verkehr. Jetzt verfolgen mich auch noch zwei kleine indische Jungen. Das nervt mich noch mehr. Thanks, Uncle. Auf jeden Fall total nervig. Können zwar nichts dafür, aber ich will einfach nur meine Ruhe gerade. Eines Tages verfolgt mich ein Inder für mehrere Kilometer. Er ist betrunken und merkt einfach nicht, dass ich an meiner Grenze bin. Irgendwann kann ich nicht mehr an mich halten und bin einfach so genervt. Go fuck yourself, okay? Piss off! Piss off! Okay? Yeah? Piss off! Ich weiß nicht, ob man das Ganze vermitteln kann, wie genervt und fertig man von so viel Aufmerksamkeit sein kann. Man müsste sich vorstellen, dass man durch die Fußgängerzone geht und wirklich an jeder kommt auf einen zu und bildet eine Traube um einen. Und das wirklich tagtäglich. So ungefähr ist es, wenn man durch Indien fährt. Zumindest ziemlich oft. Wieder eine überaus lustige Situation. Ich wurde zum Tee eingeladen in so ein kleines Restaurant und weil dann so viele Inder reinkamen, um mich anzustarren, wurde ich wieder rausgeschickt, weil einfach so eine riesige Menge da im Restaurant entstanden ist. Naja. Eines Abends werde ich von einem Schulleiter seine Schule zum Übernachten eingeladen. Der Schulleiter selbst ist ziemlich streng. Dafür verschafft er mir aber auch meine viel benötigte Ruhe, indem er jegliche Schüler, die anfangen mich anzuschauen, einfach zurechtweist und sie weitergehen lässt. In gewisser Weise bin ich ihm dafür sehr dankbar. Einzig am Abend muss ich dann vor die Schülerschaft und mich ihren Fragen stellen. Aber das ist okay, es ist sogar eine ziemlich lustige Frage dabei. Sir, National Anthem kelli German. Vanda. And the great person in Brashwai. Or Arata. Alle meine Enten schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Danach wird es langsam wieder besser und ich kann auch mehr und mehr wieder die schönen Seiten Indiens sehen. Die gibt es nämlich auch. Zum Beispiel sind sehr viele Inder sehr gastfreundlich und man wird öfters von ihnen eingeladen, was eine tolle Erfahrung ist.
This is curry. It is made out of curd. This is sabji. This is dal. And this is another sabji. This is papad. This is papad. This is rice and this is chapati. Onion and lime. Okay, thank you. Gary, you're welcome. Okay. Okay, now, should I start? Okay, my name is Sanjeev and I live in India, in a place called Chikli. It is in the state of Maharashtra. And in the afternoon I saw Mr. Samuel, he was riding his bike and I just talked with him and then he asked me for a place for good food and I took him to take good food and we had a good fellowship with us. I don't know how I went to him and how I talked to him. I think God has different purposes in it. And in the evening also we had a good fellowship on a table and it was really nice. And I just want to say that what Lord Jesus Christ gave what kind of love to me, I just want to share that love with everyone. And that is what I did with Samuel. And I wish him for good for him, his trip in India and all over where you want to go. And definitely my prayer will be there for him that God should take him where he want to go and he should save, he should reach very safely at his home. Thank you very much. Für die meiste Zeit versuchte ich eigentlich Touristengebiete so gut wie möglich zu meiden. Meine Streckenplanung sah eigentlich nur vor, dass ich im Süden mit dem Flugzeug lande und dann einmal quer durch Indien bis in den Norden fahre. Aber als eines Tages auf einmal ein Schild auftauchte, wo drauf stand 3 Kilometer bis zum Taj Mahal, ja, da musste ich ja das eigentlich besuchen, konnte ich gar nicht anders. Jetzt heute Morgen, heute früh im Taj Mahal. Ja, war ganz okay, ganz schön. Und jetzt ist 9 Uhr und ich starte meinen Tag. Also schaue, dass ich hier wieder schnellstmöglich wegkomme, weil man hier irgendwie nur als Geldquelle gesehen wird. Und naja, finde es nicht so schön hier. Deswegen geht es weiter Richtung Rishikesh. In Nordindien komme ich dann ungewollt auf eine vielbefahrene Hauptstraße. Ganze LKW-Kolonnen kommen mir entgegen und überholen mich. Das Problem ist, dass viele Inder anscheinend so unter Zeitdruck sind, dass sie auf Teufel komm raus überholen müssen. Auf den kleinen Radfahrer voraus wird da kaum Rücksicht genommen. Ich muss ziemlich oft einfach von der Straße runter, weil ich ansonsten zusammengefahren werden würde. Das Ganze ist natürlich äußerst ärgerlich und regt mich total auf, weil wenn ich immer in den Seiten streifen muss, nur damit die gerade überholen können, dann ist es ja auch ein Risiko für mich. Die Frage ist natürlich, warum fahre ich hier überhaupt, aber ehrlich gesagt, von der Karte kann ich nicht erkennen, wo die LKWs langfahren und generell, wie die Straße überhaupt ist. Also die Straßenverhältnisse können irgendwie sein und die LKWs fahren immer auf bestimmten Routen irgendwie durchs Land und das kann man von der Karte einfach nicht sagen. Apropos Straßenverhältnisse. Manchmal können die Straßen zwar ganz gut sein, aber sehr häufig ist es auch einfach nur ein kilometerlanges Schlagloch, was sich durch die Landschaft zieht. Bremst einen natürlich ziemlich aus. Generell sieht man innen seine Armut an allen Ecken und Enden an. Das eine sind die Straßen, die oft kaum ausgebaut sind, aber auf der anderen Seite sieht man auch vielen Kindern die Armut wirklich ins Gesicht geschrieben. Nichtsdestotrotz wirken sie aber sehr oft sehr glücklich und lebhaft. Meiner eigenen Erfahrung nach würde ich das Statement, dass arme Menschen glücklicher sind, zwar nicht unterschreiben, aber zumindest, dass Glücklichsein unabhängig vom Geld ist. Highlights sind auch immer wieder die Tiere auf der Tour. Die Katze, die ausschaut, als würde sie gerade vergewaltigt werden, während der Esel ihr am Arsch riecht. Oder die 2 Affen, die genau dann anfangen, wenn ich halt gerade den Kameraknopf drücke. Also jetzt guck doch nicht so beschürzt. Lässt mich ja aussehen wie ein Spanner hier.
So komme ich weiter und weiter in den Norden Indiens, bis ich dann irgendwann kurz vor Rishikesh bin. Nach Rishikesh will ich eigentlich vor allem, weil dort ein spiritueller Lehrer aus Europa kommt, um für 1,5 Monate Satsang zu halten. Auf den letzten paar Metern nach Rishikesh wollte ich nochmal was zum Thema Mut sagen, weil viele meinen immer, dass ich unglaublich viel Mut brauche, dass ich diese riesengroße Tour mache. Und letztendlich ist es eigentlich nicht so. Also es fühlt sich nicht so an, ich brauche eigentlich nicht wirklich viel Mut. Das hier jetzt ist eigentlich so mein tägliches Leben und ich brauche nicht mehr Mut, als wenn ich zu Hause zum Supermarkt gehen würde. Und ich glaube, es ist eher das, was sich die Leute darunter vorstellen unter der Tour, oder was sie hineininterpretieren. Weil ich habe auch mit anderen Reiseradfahrern gesprochen und die haben auch gesagt, so mutig fühlen sie sich gar nicht, wie alle immer sagen. Ja. Also wenn man es machen will, dann einfach alles Schritt für Schritt und immer sich auf die nächste Stufe konzentrieren und dann braucht man eigentlich keinen Mut. Ich bleibe in Rishikesh für 1,5 Monate, also für die volle Satsang-Zeit. Es tut mir richtig gut, dass ich einfach mal an einem Ort bleiben kann und mich für die Zeit nur auf mich konzentrieren muss. So bin ich fast schon ein bisschen traurig, als ich nach 1,5 Monaten wieder los muss und weiterfahre. Ich bin jetzt aus Rishikesh draußen, gerade rausgeradelt. Nach 1,5 Monaten wieder auf dem Sattel. Kaum zu glauben, 1,5 Monate hat der Satsang von Mochi gedauert. Und ja, bin jetzt gerade hier, kleinen Hügel hoch. Und schon wahnsinnig anstrengend wie am Anfang. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Und ja, Ziel ist jetzt Kathmandu. Da wird es um einiges bergiger noch als hier. Das ist hier Kindergarten. Aber naja, mal schauen, wie es läuft. Laufen tut so, naja. Ich komme zwar gut wieder ins Radeln rein, trotzdem bleibt die Sache mit der vielen Aufmerksamkeit. Und nach 3 Monaten habe ich irgendwann doch genug davon. Und deswegen plane ich dann, von Kathmandu nach Thailand zu fliegen und nicht den Landweg von dort zu nehmen. Je weiter ich allerdings kommt, desto öfters kommen die Gedanken, ob ich nicht komplett aufhören sollte in Kathmandu. Manchmal fragt man sich irgendwie schon, wieso man das alles macht. Ich sitze jetzt hier in irgendeinem dreckigen Hotelzimmer mit 20 Mücken und aber total müde, total erschöpft, Ende. Und naja, andere sitzen schön zu Hause. Im Warmen machen sich einen schönen Abend. Aber naja, guten Zeiten überweichen dann doch irgendwann immer wieder. Indien verabschiedet sich dann nochmal genauso, wie es mir die ganze Zeit entgegengetreten ist. Chaotisch und bunt. Und beim letzten Tag ist nämlich Holi, das Fest der Farben. In jedem versucht man anderen Leuten die Farben ins Gesicht zu schmieren. Und je fremder dieser andere ist, desto spannender ist es natürlich. Also versucht dann jeder mir die Farbe ins Gesicht zu schmieren. Langsam wird es hier ein bisschen zu bunt. Haha. Nein, langsam wird es hier ein bisschen zu bunt. Weil die ersten Inder sind hier betrunken. Und naja, dann ist nicht mehr so lustig. Weil dann jeder irgendwie einen stoppen will. Und dann meinetwegen auch das Fahrrad greift oder was weiß ich. Und ich bin jetzt eh schon bunt wie so ein Papagei. So bunter kann man mich eigentlich nicht mehr machen. Naja, Nepal, das dürfte noch 10 Kilometer vielleicht entfernt sein. Die retten der Grenze sozusagen. Happy Holi. Happy Holi. Nach einem Bad im Grenzfluss geht es dann so nach Nepal. Indien hat mich etwas entkräftet zurückgelassen. Ich hoffe, dass das in Nepal besser wird. Das erste, was mir in Nepal auffällt, ist, dass Frauen wieder Rad fahren. Ich bin so lange durch Länder gefahren, wo Frauen ziemlich unterdrückt werden, dass es mir jetzt regelrecht ins Auge sticht, wenn ich ein Mädchen oder eine Frau Radfahren sehe. Das Ganze finde ich ziemlich krass. Die Ruhe, die ich mir nach Indien so dringlich wünsche, bekomme ich in Nepal dann auch erstmal, allerdings in Form von Bettruhe. Ich werde ziemlich krank und die Krankheit sollte mich an meiner Tour in Nepal auch nicht mehr so richtig loslassen. Ich war jetzt 8 Nächte hier in dem Hotelzimmer, weil ich irgendwie angeschlagen war, Grippe oder Erkältung.
Ohrenschmerzen und so weiter. Naja. Jetzt glaube ich jedenfalls, dass ich wieder einigermaßen fit bin. Schau mal. Fahr auf jeden Fall jetzt weiter. Muss ja auch noch irgendwie in Kathmandu in Zeit schaffen, weil das Visum nur einen Monat lang ist. Und naja. Mein Glück im Unglück ist es, dass ich durch die Zeitverzögerung, die meine Krankheit gebracht habe, zwei andere Reiseradler treffe. Reiseradfahrer noch getroffen. Cynthia und Mike. Zusammen geht es weiter und die beiden sind quasi mit meine Zugpferde, da ich zwar, trotz dass es mir nicht so gut geht in ihrem Windschatten, doch ganz gut vorankomme. Wir drei sind ziemlich angetan von Nepal. Es ist zwar ziemlich heiß, aber die Nepalesen sind lange nicht so aufdringlich wie die Inder und wir haben endlich mal wieder unsere Ruhe. Außerdem fährt man viel durch Natur, die Natur ist wunderschön und zum ersten Mal seit langem können wir auch wieder campen. Also wir sind jetzt ungefähr 200 Kilometer vor Butwal. Butwal. Da geht es dann nach Pokhara hoch. Also gefällt auf jeden Fall Nepal besser als Indien. Ja, viel besser. Es ist sauber. Und hat keine Menschen. Keine Menschen. Wenig Verkehr auf den Straßen. Also es, ja, wir fahren auf dem Highway und es kommen alle 5 Minuten mal was gefahren. Und die Leute sind nicht so aufdringlich. Die sind sehr nett. Heute waren die Jungs waren baden und ich war aber auf die Räder aufgepasst und innerhalb 2 Minuten sind da irgendwie 15 Frauen und Kinder gewesen. Und haben alle Schokokekse gegessen. Aber sind sehr nett. Leider holt mich kurze Zeit später meine Krankheit wieder ein. So muss ich Cynthia und Mike ziehen lassen und nehme selbst den Bus von Butwal nach Pokhara. Dort kuriere ich mich dann für ganze 10 Tage aus und kann dann glücklicherweise wieder weiterfahren. Nach den 10 Tagen Pausen bin ich Gott sei Dank wieder richtig fit. Und das muss ich auch sein. Nach Kathmandu geht es nämlich nochmal richtig bergauf. Ich muss mir einige 100 Höhenmeter abstrampeln, um Nepals Hauptstadt zu erreichen. Es geht nur noch hoch. So, ich bin endlich oben. Das ist der höchste Punkt. Jetzt geht's dann die Richtung runter nach Kathmandu. In Kathmandu angekommen, beginne ich meinen Flug zu organisieren. Nach Hause oder nach Thailand, das ist die Frage. Relativ spontan entscheide ich mich dazu, doch nach Thailand zu fliegen. Unentschieden bin ich aber immer noch darüber, ob ich weiter radeln soll oder nicht. Letztlich wird dann nach 1,5 Monaten daraus ein klares Ja. Die Zeit, vor allem die anstrengende Zeit in Indien und die Krankheit in Nepal haben mich niedergeschlagen, fast schon ein bisschen gebrochen zurückgelassen. Aber ich will meiner Tour einen schönen, einen guten, ja vielleicht sogar einen krönenden Abschluss geben. Und so heißt es dann definitiv ja. Ja, und es soll nochmal richtig geil werden. Von Thailand mache ich mich so auf nach Kambodscha. Kurz hinter der Grenze, in Siem Reap, schaue ich mir die alte Tempelanlage Angkor Wat an. Lange kann mich die alte Tempelanlage allerdings nicht halten und so bin ich schon ziemlich schnell wieder auf meinem Rad. Kambodscha ist recht flach und da ich mein Vietnam-Visum etwas zu früh angesetzt habe, versuche ich möglichst schnell durchzufahren. Die schönsten Dinge passieren aber, wie in jedem Land, auch wieder auf dem Land. Ich war jetzt dann gerade in der Stadt und dann bin ich dann mit den Dorfbewohnern, in einem Dorf, ja, mit den Dorfbewohnern dann ins Gespräch gekommen und die haben mich jetzt eingeladen für die Nacht. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Ja, aha. Ich kann in der Schule bleiben, nachher kocht mir der Lehrer irgendwie noch was. Das ist richtig nett. Nach so langer Zeit, Pause in Thailand, bin ich die heiße Sonne allerdings nicht mehr gewöhnt. Ich versuche mich zwar sehr professionell einzupacken und alle meine Körperteile zu bedecken, allerdings wächst in Kambodscha irgendwann ein dickes Geschwür aus meiner rechten Hand. Aufgrund von der vielen Sonne ist ein bisschen ekelhaft und mich schaut auch jeder komisch an. Nachdem ich einmal durch Kambodscha durchgefahren bin, geht es nach Vietnam. Während Kambodscha eher etwas ärmer war, ist Vietnam im Vergleich wieder ein bisschen reicher. Jetzt drüben
relativ schnell und einfach. Grenzübergänge sind immer eines der schönsten Sachen, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass man ganz schön was geschafft hat aus seinen Kilometern und freut sich auf ein neues Land. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Motorradfahrer auf einem Fleck gesehen. So wie wir herumfahren. Unglaublich. Mein erster Stopp in Vietnam ist Ho Chi Minh. Ich habe ziemlich Glück, da ich über Warm Chaos einen Host finde und ich vertrage mich richtig gut mit ihm. Zudem ist er einfach nur total lustig. Das was ist mein Host. You can't see me. This is my host, he's called. He's his own. Come on, we need to get out today. His website is called Cycling Stu. You may want to check him out. It's linked in the description. And he's just about to start his own tour now. Were there any last words? No. Good luck. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Okay, so we have different ways. He goes into the delta of Vietnam. Now we head to the north. He heads south. Okay, nice to stay with you. Brilliant. Thank you. Best of luck. Right. Von Ho Chi Minh fahre ich Richtung Norden. Dort überrascht mich Vietnam. Dann auf die ganz schöne Art und Weise. Das Radfahren hier macht sau viel Spaß. Einmal die gute Straße, aber dann vor allem ist man endlich wieder Natur. Endlich mal wieder nicht umringt von lauter anderen Menschen. Und sonst jetzt halt in Indien, da war immer was los, habe ich eigentlich immer irgendwie jemand gesehen. Also richtig mal schön wieder einfach nur allein irgendwie durch Natur zu fahren. Und ja, dann ist halt auch noch wunderschöne Landschaft, Dschungel. Ja, besser geht's doch nicht. Es geht jetzt langsam immer mehr. Und mehr nach oben Richtung Pass. Und die Sonne prallt hier wieder runter. Ach, ganz schön anstrengend, aber Ausblick ist wunderschön. Nachdem ich eine schöne Zeit in Vietnam hatte, führt mich mein Weg in mein letztes Land in Südostasien. Laos. Es gibt jetzt zwei Routen zur Hauptstadt von Laos. Also ich bin jetzt hier unten, kurz hinter der Grenze, und das wäre die normale Straße und da dann nach Vientiane zur Hauptstadt. Und die andere Möglichkeit wäre hier mittendurch und dann entweder wieder auf die Hauptstraße oder hier lang. Das ist die Hauptstraße und die andere sieht so aus, also nicht geteert und wahrscheinlich relativ schlechte Verhältnisse. Und dann ist zurzeit halt auch noch Regenzeit, das heißt, die Straße wird ziemlich aufgeweicht sein. Deswegen bin ich gerade noch am Überlegen, aber ich glaube, dass ich die kleinere Straße nehmen werde. Das könnte vielleicht ganz lustig werden. Laos sollte genau der krönende Abschluss werden,
nachdem ich davor gesucht hatte. Über eine Erdpiste geht es durch das Land, mitten durch den Dschungel durch. Es ist einfach wunderbar. Es ist Abenteuer, es ist spannend und es macht wieder richtig viel Spaß. Die Straße wird irgendwie immer schlechter hier. Ach, hey. Ganz schön anstrengend, bei den Straßen die Hügel raufzukommen. Eigentlich schiebe ich normalerweise nicht gern, weil es immer weniger anstrengend ist zu treten. Aber hier ist gerade so steil mit dem Schotter, kommt man kaum hoch. Manch einer wird sich vielleicht fragen, warum genau solch unwirtliche Konditionen mich zurück zu einem leidenschaftlichen Verhältnis mit dem Radreisen gebracht haben. Aber genau das ist es, was ich daran liebe, wenn nicht alles passt. Wenn ich in der georgischen Hochebene bei Minusgraden in meinem Zelt übernachten muss. Wenn ich bei Regen einen schlammigen Pass hinaufpaddeln muss. Wenn ich in einem alten Industriegebiet übernachte. Oder wenn ich allein im Dschungel, ein bisschen verloren, über unwegliche Erdpisten einen Weg suchen muss. Kurz gesagt, das Abenteuer. Das Abenteuer ist das, was ich am Radreisen liebe. Von Laos ging es zurück nach Bangkok. Hier beschloss ich, meine Reise zu beenden. Ich hatte gefunden, wonach ich gesucht hatte. Ich war aufgebrochen, um Erfahrung zu sammeln. Um ein Stück die Welt kennenzulernen. Ich hatte das geschafft und meine Reise noch einen schönen Abschluss gesetzt. Aber jetzt war es keine Herausforderung mehr. Es war irgendwie einfach geworden, irgendwie leicht. Deswegen sah ich, dass es Zeit war, etwas Neues anzugehen, eine neue Herausforderung, wo ich wieder weiter wachsen konnte. Was bleibt von einer solchen Reise? 19 Länder, fast 15.000 Kilometer, und ein Jahr und zwei Monate. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, mich hier wieder einzuleben. Die deutsche Ordnung war mir mehr als ein Graus. Aber auch das ging schnell vorbei. Wie an jede Kultur gewöhnte ich mich auch an die meine wieder recht schnell. Ich habe nun das Gefühl, einen Teil der Welt gesehen zu haben. Ich habe Erfahrungen gemacht, die mich mein restliches Leben lang prägen werden. Und das ist gut so. Wie sie mich prägen werden, das weiß ich noch nicht. Dies ist eine Geschichte, die erst noch geschrieben werden muss.